Moin, liebe Toffamie und liebe My Little Pony Fans daraus und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sind hier wieder natürlich bei My Little Pony und zwar bei den Equestria Girls Better Together Staffel 2. Nach Staffel 2 haben wir noch zwei weitere Playlists. Wähle deinen Weg, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Von daher, ja, und dann noch natürlich Specials, ehe irgendwann das große Finale kommt mit dem Song Ranking. Von daher, ich hoffe, ihr habt das Infovideo gesehen. Da natürlich mehr, deswegen, um kein Video zu verpassen, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr natürlich eben zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Wir starten mit Staffel 2 mit dem Titel Welpenfürsorge. Ich bin gespannt, was passiert, von daher würde ich sagen, let's go! Equestria Girls. Ah, Spike. Hey, Pfotenfreunde, willkommen zum monatlichen Pack aus mit Spike. Pack aus mit Spike. Also, das ist, also erstmal, ein Hund macht ein Video. Irgendwie so ein bisschen lustig, wenn ich so bedenke, dass es heutzutage, und schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, dass es Accounts auf Instagram gibt. Hunde und Katzen. Warum? Warum muss ein Hund oder eine Katze einen Instagram-Account haben? Ich verstehe es nicht. Also wirklich, das ist so eine Geldmacherei einfach nur. Also, da denke ich mir jedes Mal, was muss der Besitzer für ein, ich drücke das jetzt mal so aus, für ein hobbyloses und oder tristes oder perfides Leben haben. Und mit perfid meine ich in dem Sinne, dass man so auf Geld aus ist, dass man dann sein eigenes Tier promotet, dass man einen Account für seinen Hund, seine Katze, seine Fische, seine Eule, seine Schildkröte, was weiß ich, erstellt. Ich verstehe es nicht. Also beim besten Willen, ich habe wirklich für vieles Verständnis. Aber wenn es so um dieses Influencer-Ding geht und was Influencer machen und dass man dann das eigene Tier promotet, finde ich, ist das absolut tierunwürdigend. Das Tier hat auch ein Leben und das Tier hat ja in dem Sinne kein Entscheidungsrecht. Der Mensch sagt, oh, ich tue jetzt so, als wäre ich das Tier und ich mache dir einen Instagram-Account. Ja, findest du schön? Feini, feini. So, jetzt bleib da sitzen und ich mache ein Foto von dir. Dann mache ich ein Foto, wie du irgendwie gerade was isst. Oh, heute hatte ich ja was Schönes zu essen. Und dann schreibt man aus der Sicht des Hundes oder der Katze. Also, was sind das bitte für gestörte Menschen? Jetzt mal ganz im Ernst. Also, wie gesagt, ich habe für vieles Verständnis. Wirklich, für vieles Verständnis. Aber für sowas habe ich null Verständnis. Wirklich null. Und sowieso auch dieses Thema Influencer-Ding und so. Boah, also, wie gesagt, ich bin auch mal auf Instagram. Es gab eine Zeit, da habe ich regelmäßig Sachen gepostet, bin ich ehrlich. Nutze Instagram eben, um einfach nur up-to-date sein. Aber bei Sachen wie Fußball, Soaps, Serien, eben sowas. Natürlich folge ich auch anderen Personen, aber das sind in dem Sinne, ich sag mal per se, keine Influencer, die wirklich nur mit Instagram Geld verdienen, sondern die auch was machen. Das ist hier der ganz große Unterschied. Zum Beispiel, wenn ich bin ganz großer Fan von Uwe Ochsenknecht, wisst ihr auch durch The Masked Singer. So, und der ist kein Influencer, aber er hat Instagram und postet da regelmäßig mal was. Wie zum Beispiel für seinen neuesten Film. Oder wenn er irgendwie auf Mallorca ist. Wisst ihr? Das schaue ich mir dann einfach an und denke mir so, okay. Aber ich gucke mir nicht irgendwie irgendwelche Reality-Shows an oder Leute, die nur damit Geld verdienen. Oh, hier ein Produkt und oh, hier guckt euch diesen Bikini an. Boah, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen. Aber ich muss mich jetzt hier ein bisschen zügeln, um ehrlich zu sein. Und ich finde es lustig, dass er gesagt hat, wir packen aus. Also man kann ja auch sagen, vor uns in dem Sinne ein Unboxing. Darunter kennen wir das hier. Ihr wartet. Pack aus mit Spike.
Packt aus mit Spike, die Unboxing. Ich liebe es, mich zu verwöhnen. Und natürlich sollen meine Fans im Internet alles zuerst erfahren. Mm. Hashtag Weltenfürsorge. Oh Gott, in Hashtag. In diesem Monat habe ich mal Kohle verprasst und mir das Deluxe-Paket gegönnt. Sehen wir uns das mal genauer an. Aha. Wow, seht euch das an. Eine fantastische Fabergé-Frisbee. Natürlich sollte man die nicht werfen. Sie ist viel zu empfindlich. Was für Schmuckstücke gibt's denn hier noch? Oh, Hausschuhe, in denen sich die Pfoten plüschig anfühlen. Mit regional abgebauten Amethysten verziert. Oh, meine Güte. Deshalb habe ich überhaupt angefangen zu vloggen. Auf dieses Düftchen habe ich schon gewartet. Ein klassischer weißer Halbsocken. Baumwolle und Nylon. Zweimal getragen und nie gewaschen. Nicht irgendein trockener Lappen. Dieses Baby saugt einfach alles in sich ein. Spike! Hast du $200 für ein Paket mit einer dreckigen Socke ausgegeben? Der Hashtag Welpenfürsorge ist unbezahlbar, oder? Und jetzt zu meiner neuen Show. Alles einpacken und wieder zurückschicken. Aber schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare, so mit diesen ganzen Influencer und dem ganzen, was dazu gehört. Jetzt haben wir nochmal sowas. DIY mit Applejack. Oh Gott, ey. Heißt es hier heute nur abrenten mit mir? Beim DIY mit Applejack bauen wir heute meiner Freundin Rarity einen Traum-Ankleideraum. In nur 73 einfachen Schritten. Hallo, ihr Lieben. Ich bin schon gespannt auf... Gott, warum haben wir jetzt hier so ein Thema in diesem Video? Warum sowas so Influencer oder YouTuber oder irgendwie so mäßig? Gut, bei YouTube, sage ich mal, ist es was anderes. Ich bin ja auch eher ein YouTuber, ein Content Creator. Aber ich bin ja gar kein Influencer. Und auch da unten jetzt hier, das seht ihr nicht, aber hier ist so ein Zeichen hier mit, wartet mal, komm, wartet, wir machen das mal so, da seht ihr es, da ist hier so ein Zeichen, sag ich mal so, als, hier, wie heißt das nochmal, so ein eingebettetes Logo, so, genau, oh Gott, ey, das ist gerade heute echt ein Thema, das triggert mich schon irgendwie so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Meinen fabelhaften neuen Ankleideraum und... Oh, tut mir leid. Ich gebe keinen Mucks mehr von mir. Dann lasst uns anfangen. Zuerst brauchen wir Holz. Für Schritt 1 fälle ich also einen meiner Bäume. Oh, nur einen winzigen Mucks. Wie viele Bäume brauchen wir denn? Schritt 8. So kann man splitterlos werden. Also, ihr müsst jeden Quadratzentimeter 30... Muss ich gerade irgendwie... Ihr werdet jetzt so denken, wovon redest du? Ich muss gerade an Hammer-Henning denken. Wer von euch oder wem von euch sagt Hammer-Henning etwas? Ich kann euch aber kurz Bedenkzeit geben. Vielleicht habt ihr eine Ahnung. Ich sage es in 3, 2, 1. Hammer-Henning. Henning von Alles, was zählt. Henning Ziegler. Ist, so heißt er ja. Oder in Realität Stefan Bockelmann. Ich gucke ja AWZ sehr, sehr gerne. Und jedenfalls, und da haben die ja auch so ein bisschen dieses Handwerker und Heimhandwerken und Tutorials so mit eingebaut. Finde ich ganz, ganz cool. Und er nennt sich eben Hammer Henning. Ja, und daran muss ich gerade hier so ein bisschen denken. Finde ich cool. Zumal ich auch sagen muss, solche Tutorials oder wie man etwas baut oder so, finde ich immer ganz interessant. Ich selbst sage immer, ich habe zwei rechte Hände. Ich bin ja Linkshänder, deswegen sage ich nicht, ich habe zwei linke, ich habe zwei rechte Hände. Aber sowas zu sehen und wenn jemand weiß, was er tut, finde ich dann immer interessant. Mal im Uhrzeigersinn schmirgeln. 30 Mal? Liebes, das ist aber sehr exzessiv. 30 Mal, ja. Und die muss man natürlich noch überprüfen. Oh Mist, ich habe mich verzählt. Tja, ich muss wohl einen neuen Baum fällen. Ja, das ist wirklich total mitreißend. Schritt 29. Wir streichen den Raum. Dazu habe ich ein praktisches Braun gewählt. Schritt 29,5. Ich werde deinen Raum mit diesem sehr hellen Lila streichen.
Schritt 42. Dann so. Wir bauen dir noch eine Satinwand. Seid sehr vorsichtig und berechnet den Stoff besser zweimal. Jetzt müsst ihr einfach fünfmal nachmessen und wir können anfangen, die Probe zuzuschneiden. Wir müssen nur herausfinden, welche der 62 Proben am besten passt. Jetzt kann der wahre Spaß beginnen. Oh, jetzt kann der wahre Spaß beginnen? Ich hatte doch schon die ganze Zeit so viel Spaß. Rarity, wach auf. Schritt 73. Die große Enthüllung. Ach, schön. Ja, schlaft gut, ihr zwei. Oh, das sah aber eben hier zum Schluss echt schick aus. Also wenn jemand weiß, was er tut, finde ich, ist das nur echt, echt bemerkenswert. Also so vom handwerklichen oder künstlerischen her, das finde ich schon stark. Ja, schlaf. Dann kommt jetzt Pinkies Keks Masterclass. Und ich habe das Gefühl, es geht hier auch wieder um ein Video, was aufgenommen wird. Und zwar sage ich das nur deswegen, genau, hier deswegen. Guck mal, das haben wir gesehen. Dann haben wir das hier gesehen. Jetzt kommt hier das mit den Keksen. Hier haben wir auch noch so Videos. Oh, das wird ja noch interessant. Okay. Pinkies Keks Masterclass. Willkommen zu der Kunst des Keksebackens mit mir. Hallo Sally. Nach dem heutigen Tag. Das ist als Beispiel. Ein zertifizierter Keksbäckermeister. Also, wenn man jetzt so. Zumindest, sage ich mal, Leute in Realität findet, mit denen man das bislang vergleichen kann. Bei Pinky, so Sally würde ich jetzt mal so ganz recht behaupten. Oder auch Kiki, gucke ich zum Beispiel auch manchmal sehr gerne. Eben das mit dem Handwerken. Boah, da fällt mir jetzt keiner ein. Ich kenne, ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen der beiden, aber es gibt so zwei, ich kann mal ganz kurz gucken. Guck mal eben ganz kurz. Ich kann euch das gleich sagen. Wen ich meine. Nur diesmal ein bisschen anders, warte, ne? Hier. Und zwar waren die bei Seven vs. Wild die Naturensöhne. Genau, die Naturensöhne. Fand ich tatsächlich ganz cool, so mal Videos von denen auch tatsächlich zu sehen. Und daran muss man denken. Beim ersten, ja, da kann man jeden x-beliebigen Beacon von Instagram nehmen. Und wenn es um YouTube geht, keine Ahnung, wer ist denn da noch so DIY? Mäßig und oh, ich mache hier ein Unboxing und so unterwegs. Fällt mir jetzt keiner ein. Sein. Lasst uns anfangen. Ja. Oh ja, bitte. Lecker. Das wird so köstlich werden. Wir kommen zu Schritt 2. Wir backen Kekse. 200 Gramm Zucker, ein Teelöffel Backpulver, ein Löffel Vanille, eine Prise Salz. Und unsere letzten Zutaten sind noch zwei Küsse für Schildi. What the? Wie sich dieser Hals streckt. Köstlich! Du hast dich diesmal wirklich selbst übertroffen, Pinky. Danke, Gummy. Und jetzt zur nicht ganz so geheimen Zutat. Schokolade! Isst nicht alle Schokochips auf. Wie viel soll denn noch zu den Keks? Ich hätte nicht gedacht, dass man zu viel Schokolade essen kann. Und jetzt werden wir unsere Kreationen endlich backen. Sie sind fertig! Oh, da kommt er nicht an! Wie bitte, Gummy? Du findest, ich habe den perfekten Keks erfunden? LOL! Habt ihr das gesehen? Man hat sogar gerade Dampf gesehen, der von den Keksen da so hochkommt. Achtet mal da drauf.
Tegami? Da. Es dampft. Seht ihr das? Und jetzt ist das geil. Jetzt nur besten Teil. Streusel! Et voilà. 2 Dutzend ultra leckere Kekse für einen kultivierten Snack dann und wann. Bis zum nächsten Mal bei Die Kunst des Keksebackens. Ich bin Pinkie Pie und ich wünsche euch einen süßen Abend und einen köstlichen Tag morgen. Na, da hat er jetzt auch was zu essen bekommen. Geil. So, haben wir noch ein Video, das war Straßenmagie mit Trixi. Okay. Silvia oder mal Trixi? Heute ist die große und mächtige Trixi hier, genau. Um eure einfachen Gemüter mit seriöser Magie zu verblüffen. Trixi, es glauben dir doch alle, dass du groß und mächtig bist. Du brauchst es nicht zu beweisen. Keine Angst, ich kann das. Ich habe Angst. Magie, lass mich jetzt nicht im Stich. Dass man nicht gefährlich ist. Abrakan! Ladies und Gentlemen, ihr dürft eure Augen an der erstaunlichen Macht der Telekinese der großen und mächtigen Trixi weiden. Mit Vergnügen. Ich bin groß und mächtig. Lol, das war ja kurz. Das ist aber wieder so typisch Trixi. Aber stark, dass Twilight dann da war und dann so Spike eben so rausgeholt hat mit dem Wirbel. Fand ich lustig. Ja, meine Lieben, das war hier Teil 1 oder Video 1 von Staffel 2 von Better Together. Mal gucken, wie es weitergeht. Von daher schaltet das nächste Mal gerne wieder ein. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich freue mich sehr über eure Kommentare bei diesem Video. Also wirklich sehr. Ich bin sehr auf eure Meinungen gespannt. Und dann würde ich sagen, ja, bleibt mir noch zu sagen, euch einen schönen Tag und Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und meine Pony-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.